Yay, moin moin, eine neue Episode Tales of Phantasia und ich glaube, wir sehen uns hier wirklich erstmal auf der Weltkarte um. Da vorne wird es zu gefährlich. Daos Truppen haben das ganze Gebiet besetzt. Ui. Heißt das, wir können die Weltkarte nicht erkunden? Okay. Aber untenrum kann man, glaube ich, noch. Denn anscheinend steht die große Schlacht bevor. Nein, das war's. Wir können die Weltkarte nicht erkunden. Schade. Bam! Reika brutzelt alles weg. Yay. Jammern darf ich auch mal. Dankeschön. Was? Das rockt. Okay, also gehen wir nach Midgard. Knacken eine Runde. Laser und Luna, die Giganten haben keine Chance mehr. Ehrlich. Nichts geht mehr. Ja, ich hab's euch gesagt. Und vor allem, Giganten, warum greift ihr mich an? Ihr habt keine Chance gegen mich. Ich war in der Überzahl, ich habe zwei mächtige Magier. Frösche? Das ist ja... Das ist eine Beleidigung! Hallo? Guck, jetzt habe ich lecker Froschschenkel. Froschschenkel. Habe ich eigentlich im Real Life noch nie probiert, aber vielleicht mache ich es mal. Wer sowas gegessen hat, bitte mal Feedback, wie sowas schmeckt. Bin echt mal gespannt. So. Brigade. Naja. Stimmt die aus dem Turm? Und noch eine Fragezeichen mache. Ey, weg mit dem Müll. Müll. So, wo war das in? Hallo, knacken. Wunderbar. Oh Mann, stimmt. Die haben sich verrammelt. Ah ja. Ja da, halt! Ich brauche eine Art Ausweis, bevor ich euch durchlassen kann. Hier ist das königliche Siegel Alvanistas. Tretet ein! Wir sind hier, um mit Edward D. Morrison zu sprechen. Könnt ihr uns zu ihm führen? Was meinst du? Ja. Bitte, hier entlang. Wie lange sollen wir denn noch hier warten? Langweilig. Ah, ich kann mich bewegen. Ah, ich hab das Warten nicht satt. Was machen wir hier? Wie lange sollen wir denn noch warten? Ja, ich weiß ja, Mann. Ey, Pedro, am besten wir bleiben hier und warten auf Edward, oder? Eine Kanone. Con, einmal Heilung, bitte. So. Ja, das war's. TP. Items. Oh wei. Ich hätte einkaufen sollen. Naja, muss ich mit dem auskommen, was ich habe. Außer ich habe gleich noch die Gelegenheit, mich auszustatten. Ah. Da kommt jemand. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Ich bin Lysen, der erste Berater des Königs. Edward hat mir viel von euch erzählt. Vor allem Dingen, dass ich mich nicht durch euer Alter täuschen lassen sollte. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr
Jetzt verstehe ich auch warum. Ihr seid ja noch Kinder. Naja. Aber wir haben auf eure Ankunft gewartet. Also wir haben alle das gleiche Ziel. Daraus zu bezwingen. Ich verstehe immer noch nicht, welche Ziele Daraus überhaupt verfolgt. Hm? Was hat er nur von all dem... Daraus einziges Ziel ist, unsere Welt zu zerstören. Aber was macht uns da so sicher? Reika, wovon redest du? Wisst ihr, ich glaube, sie hat recht. Eigentlich wissen wir nichts über Daraus. Was hast du, Reika? Die ganze Welt zerstören? In der Tat. Naja, egal. Ich glaube, wir interpretieren ein bisschen zu viel in die ganze Situation hinein. Kleinen Augenblick, bitte. Mensch, was habe ich jetzt wieder angetan? Ein bisschen zu stark an der Zigarette gezogen, oder was? Trotzdem, ich möchte euch noch einmal unseren Dank aussprechen. Wann rechnet ihr mit einem Angriff? Lasst uns das mit dem König besprechen. Ich bin sicher, dass euch der König gerne mal in voller Lebensgröße sehen würde. Unsere Heldentaten sind schon so bekannt? Ey, schauen wir uns mal in der Hütte hier um. Ich meine, das ist bestimmt ein Riesengebäude. Ein Schlafgemach. Bücher, Bücher. Vielleicht ein Zauber für Reika. Nein, hier ist nichts. Was haben die Wachen hier? Alles okay. Ah, hier darf ich wohl nicht rein. Hey, Lysen, ist das wirklich wahr, dass Daraus sie davor gewarnt hat, ihre Forschung im Gebiet Mystik aufzugeben? Wenn sie nur darauf gehört hätten. Midgard befolgt ganz sicher keine Befehle von Subjekten wie Daraus. Ihr habt euch nur um eure Forschung zu kümmern, den Rest erledige ich. Was macht ihr denn hier? Bitte folgt mir, der König wünscht euch zu sprechen. Was haben die davor? König Wilhelm II. Edward, sind dies die Krieger, die wir erwarteten? Ja, Eure Majestät. Sie haben sich bereits in Alvanista als Krieger und echte Helden bewiesen. Ich bin froh, dass ihr hier seid, um mit uns in gemeinsamer Sache zu kämpfen. So ist es. Zu den Elfen pflegen wir eigentlich gar keine Beziehungen. Wir hatten zwar eine Reihe Abgesandter aus Alvanista hier, aber abgesehen davon ist die Fähigkeit, Magie zu nutzen, hier in Midgard relativ eingeschränkt. Daher freut es mich besonders zu sehen, dass ihr Magie nutzen könnt. Deswegen sind wir hier. Alles deutet darauf hin, dass Daraus Truppen sich nördlich des Hallertals sammeln. Sie bereiten sich auf einen Angriff vor. Unsere Investitionen flossen hauptsächlich in eine Geheimwaffe. Folgt mir. Ich werde sie euch zeigen. Da bin ich mal gespannt, was... Wenn wir unser Forschungsziel erreichen, werden Menschen Elfen gleich Magie nutzen können. Wäre das nicht umwerfend? Magie, wie die Elfen benutzen? Das ist seit langem mein Traum gewesen. Nachdem wir diesen Krieg gewonnen haben, werde ich dir einen Platz in unserem Forschungsteam sichern. Echt? Das wäre wirklich eine ausgezeichnete Gelegenheit für mich. Ich muss leider gehen. Meine Mitarbeiter werden euch detaillierte Auskünfte geben können. Dann schauen wir uns hier mal um. Hier können nur Forscher mit dem Sicherheitsausweis höchster Stufe hinein. Ich studiere die Möglichkeiten des Fluges mit Hilfe von Magie. Darf ich mal kurz deinen Besen ausleihen? Scheiße, nein! Das ist meiner und da lässt du die Finger von, klar? Das ist mein Lieblingsbesen. Ich arbeite jeden Tag seit über einem Monat. Ich brauche dringend mal Urlaub. Aber Midgard braucht mich jetzt dringender denn je. Mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Für eine bessere Zukunft mit Hilfe von Technologie und Wissen. Wenn wir die Magie der Elfen hätten, könnten wir Daraus einfach so abschlachten. Ja, ich wünsche, wir könnten das wirklich machen. Aber ich glaube, an manchen Sachen sollte man nicht rumfingern. Je mehr ich arbeite, desto mehr neue Arbeit tut sich auf. Es ist ein Teufelskreis. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Nein. Gehen wir mal hier rein. Ich studiere die Verbindung der magischen Geister zu ihren Elementen. Wenn uns doch nur die Elfen helfen würden.
Tja, die haben ihre eigenen Probleme. Halbelfen. Wenn die Forschungsarbeiten hier erfolgreich verlaufen, werden wir Daos auch ohne fremde Hilfe angreifen können. Obwohl die Elfen wissen, dass Daos Schwachpunkt die Magie ist, verweigern sie uns jegliche Hilfe im Kampf gegen ihn. Nein, 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 wie böse. Okay. Hier werden wir keine Informationen. Boah, was für ein Waffennasen, Alter. Ich will was haben. Gibt es nichts, was mir hier helfen kann? Mano. Oh, so eine Kanone wäre nicht schlecht. Okay, hier hockt nur der König. Am besten ist nämlich noch ein bisschen hier um. Gibt es hier keinen Typ, der mich hier irgendwie unterrichten kann? Ah ja, hier ist das Zimmer von uns, wo wir gewartet haben. Also, reden wir nochmal mit den Leuten. Ah, hier ist noch ein Zimmer. Ah, hier hängen überall Waffen an der Wand. Wo soll das nur enden? Wahrscheinlich hat's gemacht des Königs. Ah, da ist nur die Waffenkammer. Alles okay. Benehmt euch höflich in der Gegenwart eurer Hoheit. Das Schicksal Midgards liegt nun allein in euren Händen. Der Krieg kommt näher und näher. Wir müssen Acht geben. Kann ich mich hier noch weiter umsehen? Irgendwas stimmt hier nicht. Wie meinst du das? Ich verstehe nicht, was Daos von einem Krieg wie diesem hätte. Ich kann verstehen, dass er die Dörfer angegriffen hat, aber... Aber was? Warum richtet sich Daos nicht gegen Euslid oder Venezia? Er hat uns schon hier gezeigt, dass er die Macht hat, ein ganzes Land zu zerstören. Erinnert ihr euch, was er mit dem Prinzen von Euslid gemacht hat? Aber bisher hat er nichts gegen Midgard unternommen. Warum nicht? Das sind Fragen, die wir nicht beantworten können. Habt ihr schon vergessen, was er Hamel angetan hat? Das war eine persönliche Sache. Daos war verantwortlich für den Tod von Lia, ihren Eltern sogar den Tod von Demeter. Wie kannst du da versuchen, sein Verhalten zu entschuldigen? Pedro, hör auf damit! Ich versuche nicht, sein Verhalten zu entschuldigen. Ich will einfach nur wissen, warum er all das tut. Wovon redest du? Was haben all diese Orte gemeinsam? Also. Es muss eine Verbindung zwischen den Karlitz, Hamel, Midgard und Midgard geben, weil die anderen Dörfer nicht angegriffen wurden. Also, ich bin da überfragt. Lass uns mal meinen Vater fragen. Ich muss ihn sowieso mal wiedersehen. Jetzt? Hier bricht bald ein gewaltiger Krieg los und du willst jetzt deinen Papi sehen? Das ist unglaublich. Wir werden doch 0, nichts zurück sein. Raika, würdest du uns verraten, was du für einen Grund für Daos Verhalten hältst? Ist jetzt nicht so wichtig. Was stehen wir hier noch rum? Lass uns gehen. Raikas Vater? Kennen wir nicht. Ach so, der. So, Raika, da wären wir. Raika? Papa? Du Lügner! Mama ist gar nicht tot! Warum hast du mir sowas erzählt? Nein, nein, Raika, du verstehst das nicht. Tja, hast du sie also gefunden? Ich verstehe. Warum hat sie uns verlassen, Papa? Hattest du eine Affäre? Wie kannst du sowas nur von mir denken? Ich bin doch ein netter, religiöser Mensch. Ehrlich, Raika, rede so nicht mit deinem Vater. Bis vor 10 Jahren lebten Elfen und Menschen in Frieden zusammen. Eines Tages beschlossen die Elfen, sich von den Menschen zu trennen. Sie gingen in den Wald Ymir. Natürlich waren nicht alle Elfen mit der Entscheidung des Hohen Rates einverstanden. Luche und ich wurden mit Gewalt voneinander getrennt. Luche! Musst du wirklich gehen?
Liebster, es tut mir so leid. Warum könnt ihr nicht einfach wegrennen und glücklich zusammen leben? Luche, bitte überleg's dir noch einmal. Bart, mein Liebster. Ich würde alles geben, um nur noch ein bisschen länger mit dir zusammen zu sein. Luche, warum muss das geschehen? Du unterschätzt die Unterschiede zwischen unseren beiden Rassen, Mensch. Deinesgleichen kann nur aus Fehlern lernen. Wovon redet ihr? Und solange sich das nicht ändert, wirst du mit Sicherheit keinen Elfen mehr zu Gesicht bekommen. Was für eine Gemeinheit. Das verstehe ich nicht. Luche. Was meinte er mit, kann nur aus Fehlern lernen? Ich weiß nicht, was er meinte, aber bevor sie mir Luche wegnahm, bat sie mich, Reika zu sagen, sie sei tot. Oh, Mami. Reika. Papa, bitte sei mir ihr nicht böse. Sie hat mir erzählt, wie leid es ihr getan hat. Ich war nie böse auf sie. Was passierte, war weder ihr noch mein Fehler. Oh je. Papa, Mama. Es tut mir so leid, meine Kleine. Bart, wir müssen dich noch ein paar Sachen fragen. Haben Lias Eltern etwas falsch gemacht? Was meinst du? Da scheint eine Verbindung zwischen der Familie Scarlets und Midgard zu sein. Naja, sie zogen vor einigen Jahren von Hamel nach Midgard. Man sagt, sie hätten an einem streng geheimen Regierungsprojekt gearbeitet. Vielleicht haben sie einen Weg gesucht, Daos mit Magie zu bezwingen? Warum ist dieser Daos so sehr mit Magie verbunden?